Es ist wirklich ein absolut irres Ding. Der deutsche Mathematiker Peter Scholze gehört zu den Besten der Welt. Er wurde jetzt mit der Fields-Medaille ausgezeichnet. Es ist die höchste Auszeichnung, die Mathematiker erhalten können, wird nur alle 4 Jahre vergeben und gilt demnach als Nobelpreis für Mathematik. Wofür hat er sie bekommen? Jetzt den Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, Peter Scholze gilt als Mozart unter den Mathematikern. Er ist wirklich in der Lage, neue Theorien oder Beweise aus dem Ärmel zu schütteln. Er macht etwas, was einfach niemand so außer ihm kann. Bei Mozart ist bekannt, dass er so gearbeitet hat. Der Komponist komponierte an einem Tag 3 Klavierkonzerte im Kopf und brauchte dann Wochen, um sie auf Notenpapier festzuhalten. Und genauso ist es bei Peter Scholze. Inspiriert vom Vortrag eines Kollegen habe er einen Beweis komplett im Kopf entwickelt, um ihn dann in 6 Monaten aufzuschreiben. Und er hat so funktioniert, so sein Matheprofessor Michael Rapoport. Und hier geht es nicht um Punkt- oder Strichrechnung. Scholze beschäftigt sich mit wirklich hochkomplexen Problemen, wie zum Beispiel den perfektoiden Räumen. Die entwickelte er selbst in seiner Doktorarbeit. Damit können Probleme aus der Zahlentheorie mit diesem geometrischen Ansatz bewiesen werden. Ein neues Werkzeug für Mathematiker und Mathematikerinnen. Ein bisschen so, als würde man sich die Kurve einer Formel ansehen und sie dadurch viel besser verstehen. Peter Scholze hatte als Kind schon die besten Startbedingungen. Mathematik lernte er an einer in der DDR gegründeten Spezialschule, die Hochbegabten beste Bedingungen bietet, der Heinrich-Hertz-Schule hier in Berlin-Friedrichshain. Zitat: Ich war im Matheunterricht immer recht gut. Ja, das sagt Scholze etwas bescheiden über seine Zeit dort. Er ist auf der ewigen Bestenliste der internationalen Mathematik-Olympiade auf Rang 11. 3-mal gewann er Gold und 1-mal Silber. Zitat: Mir war von Anfang an klar, dass er ein außergewöhnliches Talent ist, so sein Matheprofessor Michael Rapoport, bei dem er an der Universität Bonn seinen Master gemacht hat. Und diese Masterarbeit hat Scholze in nur 5 Monaten geschrieben. Zitat: Sie war so außerordentlich, dass ich sie gleich an Kollegen geschickt habe. Allerdings kann Otto Normalverbraucher mit den Forschungen Scholzes rein gar nichts anfangen. Er arbeitet in den Bereichen der reinen Mathematik, nichts davon ist praxisbezogen. Und wenn mal eine seiner Methoden in der Praxis Anwendung finden würde, dann wäre das reiner Zufall. Wenn es dazu kommen sollte, dann erfahrt das natürlich hier bei Klicks. Und wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich und auch andere Messenger von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen und zwar täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks zum Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die. Genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Deutsches Mathe-Genie beweist alte Formel. Bis dann. Bleibt dran.